Willkommen zurück bei Let's Play TKKG Film ab. Mit Gabi waren wir zu Ende der letzten Episode des letzten Parts bei Sissy in der Apotheke und haben die Tablette zerkleinert und jetzt brauchen wir einen Pilzexperten. Und ich denke mal, es wird natürlich der Herr Bodonski sein, der jetzt auch wieder bei Gabi in der Apotheke ist. Wie soll man sich verhalten, wenn jemandem wegen einer Droge übel wird? Was bewirken denn diese Ecstasy-Tabletten, vor denen das Plakat warnt? Oh, zunächst wirken sie anregend. Man ist voller Energie und Freude und quasselt drauf los. Von Müdigkeit keine Spur. Es gibt Leute, die nehmen welche, um die ganze Nacht durchtanzen zu können. Aber es stellt sich auch Unruhe ein, Kopfschmerzen und Übelkeit. Der Körper merkt rasch, dass er um Schlaf betrogen wurde und der Wasserhaushalt gestört ist. Dem Höhenflug folgt ein tiefer Fall. Eine schreckliche Vorstellung, die Kontrolle über seinen eigenen Körper zu verlieren. Ja, das war zwar interessant, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gehört, oder? Oder hatten wir es schon gehört, aber auf jeden Fall konnte man nicht kurz mal nicht wegklicken. Was bewirken denn, wie soll man sich verhalten, wenn jemandem wegen einer Droge übel wird? Das habe ich auch schon gehört, auf jeden Fall. Ein Notfall, du kannst wahrscheinlich also nur nicht wegklicken, weil so du durch Sissy da warst. Du bekommst, dass es sich wirklich um Drogen handelt, bittest du einen Dritten Hilfe zu holen. Der soll sofort die Notrufnummer wählen. Du selber bleibst bei dem Kranken und versuchst mit ihm zu sprechen. Gib ihm was zu trinken. Nur Wasser. Öffne vorsichtig zu enge Kleidung und sorge für frische Luft. Finde heraus, was er genommen hat. Dann weiß der Arzt sofort, woran er ist. Scheue dich nicht, ihm alles, was du weißt, anzuvertrauen. Das würde ich machen. Alle Ärzte unterliegen ja der Schweigepflicht. Ja, also auf jeden Fall haben wir das schon mal gehört. Das können wir jetzt auch... Nee, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt hier mal mit den anderen noch zu dem Apotheker gehen und vielleicht... Ach, siehst du immer. Was hat es zu bedeuten, wenn ein Pilz einen blauen Farbstoff vorweist? Ist es gefährlich, selber Pilze zu sammeln? Kann es wahr sein, dass Drogenhersteller Pilzextrakte mit Was sind Zauberpilz? Wie nennt man Pilzforscher? Ich nehme mal lieber die Frage rechts was hier. Hat es Moment, das ist ja sehr wirr. Tja, es gibt einen Stoff namens Psilocybin, der im Labor unter Luftoxidation einen blauen Farbstoff ergibt. Ist das der Fall, besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen Rauschpilz handelt. Psilocybin und seine Zubereitungen fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Es hätte mich auch gewundert, wenn dieser Inhaltsstoff nicht verboten wäre. Okay, war das jetzt schon das Wichtige, was wir wissen wollten, oder können wir die anderen Sachen auch noch fragen? Ist es gefährlich, selber Pilze zu sammeln? Kann es wahr sein, dass Drogenhersteller Pilzextrakte mit Ecstasy kombinieren? Kriminell, nicht wahr? Manche Pilze enthalten Stoffe, die neben völliger Reizüberflutung eine gefährliche Erhöhung der Körpertemperatur bewirken. Wenn außerdem diese Partydrogen genommen werden, kann es zu einem Hitzschlag kommen. Du siehst also, dass dieser Drogenmix eine weit unterschätzte tödliche Gefahr darstellt. Da haben Sie recht, Herr Brodonski. Oh Mann, ich muss schleunigst Mikey warnen, ehe der sich noch selber diesen Mist reinpfeift. Okay, das war offensichtlich eine wichtige Frage. Und wir müssen zu Mikey schnell hin. Oh nein, Mikey hat seine Zelte abgebrochen. Mikey hat Wenn er sich was eingeworfen hat, unterschätzt er noch die Eiseskälte da draußen. Wir müssen ihn unbedingt finden. Mike hat sogar den fetten Kochtopf mitgenommen. Okay, wir sind schon wieder einen Teil weitergekommen, haben jetzt 37,5% gelöst und ich kann mir schon denken, wo Mike hin ist. Wir gehen mal wieder nach langer Zeit zu Villa Sauerlich. Ist hier alles in Ordnung oder muss ich mein Argusauge schweifen lassen? Das ist die Frage. Officer William Sauerlich an Police Department. Habe Patrouille routinemäßig beendet. Keine besonderen Vorkommnisse. Over. Wie in der einen Episode von Drei Bengel für Shirley. Hä? Können wir nicht reingehen?
Auch mit den anderen nicht? Klößchen ist wohl auf Achse. Weiß Karl schon direkt. Na, ich dachte, der wäre jetzt da zu den Sauerlichs gelaufen. Oh! Herr Centurius ist wieder da. Ist Mikey ausgezogen? Ausgezogen ist das richtige Wort. Er hatte sich in seiner Garderobe häuslich niedergelassen. Und dann hielt er sich eine Tarantel. Als er mir frech kam, habe ich das seltsame Gespann auf Weisung der Direktion rausgeworfen. Ich hoffe, Mikey nimmt meinen Rat an und kehrt zu seinen Eltern zurück. Auch wenn er volljährig ist. Das glaube ich weniger. Im Übrigen, es war eine Martinique-Baumvogelspinne. Ah, genau, das wurde er bestimmt wissen. Jetzt vielleicht? Nein. Ist Mikey auch? Stellen wir nochmal die andere Frage. Haben Sie Mikeys Garderobe mal inspiziert? Du meinst, nachdem ihr Kinder drin wart? Mir entgeht hier nämlich nichts. Ja, ich habe sie inspiziert. Millimeter für Millimeter. Hätte etwas gefehlt oder wäre etwas mutwillig zerstört worden, hätten wir es Mikey wie immer in Rechnung gestellt. Wie immer. Ich frage mich, was er sonst mit der ganzen Kohle macht, die er bei uns verdient. Offenbar verprasst er seine Gage. Oder er legt sie gut an. Er könnte sich gut ein Hotelzimmer leisten. Ja, oder er investiert in Ecstasy. Das könnte natürlich auch sein. Also, theoretisch. So, vielleicht kommt Zimmer dann endlich mal zu seiner Rolle. Weil der sollte ja hier noch als Gast... Wie sieht es mit meinem Dreh aus? Genau. Mikey Hobler hat sich in Luft aufgelöst, also werden wir improvisieren. Wir suchen einen Ersatz. Vielleicht wäre ein Recast generell die beste Lösung. Oder wir schreiben die Szene um und bauen den verlorenen Bruder ein. Soll mir recht sein. Solange ich noch drin vorkomme. Ja, Tim. Tim ist der verlorene Bruder. Wie sieht es mit meinem... Soll ich immer noch zu Herrn Heberlein gehen? Er ist ein Faktotum, ein Relikt, ein Überbleibsel aus den glorreichen 50er Jahren. Alle hier sind jünger als er. Wir haben ihm viel zu verdanken. Das Leben hat es nicht gut mit Heberlein gemeint. Wir hier geben ihm das Gefühl, nicht zum alten Eisen zu gehören. Das sind wir ihm auch schuldig. Okay, dann helfe ich ihm fleißig, seine Marotten zu pflegen. Also sollen wir nochmal hingehen? Was hat sich 1909... Waren Sie tatsächlich... Bitte? Stuntman! Na ja, schade, können wir nicht wegklicken. Den rasenden Heberlein haben Sie mich genannt. Wissen wir. Seitdem ich Dorimi Faso in der Schlosser von Rimini gedoubelt habe. Mir hat er seinen Ruhm als Actionstar zu verdanken. Er selber schaffte es kaum halbwegs vernünftig, eine Treppe runterzufallen. Ha. Nun gut. Man soll Toten nichts Böses nachsagen. Fasos Grabstein wird von der kalifornischen Sonne beschienen. Und ich habe meine bleichen, müden Knochen vorerst in diesen Sessel gebettet. Ja, das ist wahr. Mir läuft das gerade eiskalt den Rücken runter. Ja, ich verstehe nicht wieso, aber komm. Okay, also da ist nichts. Wir gehen dann nochmal mit Karl zu dem Kollegen hier. Gab es eine Panne? Nichts, woran ich nicht gewöhnt wäre. Sie bringt ja so leicht nichts aus der Ruhe. Mr. Man. Gab es eine... Kennen Sie Patrick Patou, den Quizmaster? Natürlich nicht. Wir wollten ihn mal als Gaststar für Lima gewinnen. Von seiner überzogenen Gagenforderung abgesehen, er fühlte sich schon bedrängt, sobald ihm ein Assistent folgte. Das nervte uns wiederum dermaßen, dass wir die Idee verwarfen. Eher sehe ich ihn wohl auf der Mattscheibe wieder als hier auf dem Gelände. Das muss ja ein sonderbarer Zeitgenosse sein. Ja, wo ist der denn? Ist Mikey ausgezogen? Haben Sie Mikeys Garderobe mal... Das hatten wir beide schon. Du meinst... Waren wir mit Gabi schon da? Oh
Offensichtlich noch nicht. Bekommt Mikey Hobler Ärger, wenn... Bekommt Mikey Hobler Ärger, wenn er nicht bald auftaucht? Er hat den Bogen wirklich überspannt. Was geht bloß in dem Jungen vor? Mal hü, mal hot. Jetzt bekommt Mikey eine Lektion fürs Leben. Wir schreiben ihn aus der Serie raus. Niemand ist unersetzlich. Diese Vorstellung behagt mir nicht. Bekommt Mike, ging es in der Serie schon einmal um Drogen? Tausendmal. Wie im realen Leben auch. Natürlich nicht bei uns am Set. Mal abgesehen vom Kaffee und der Zigarette vom Studio und dem Bierchen nach Feierabend. Ja, ja, aber das ist ja alles legal. Ja. Wir gehen nochmal ins Hauptmenü und schauen uns mal die Notizfunktion an. Also hoffentlich hat jemand hinbekommen, wohin er wollte. Ich behaupte ja, er wird zu Villa Sauerlich. Aber da ist er offensichtlich nicht. Also wen kann man denn noch fragen? Herr Heberlein hat das mit Sicherheit nicht mitbekommen. Dem haben wir schon alles gefragt. Vielleicht weiß ja der Kollege hier noch was. Vielleicht gibt's da ja neue Fragen. Schreiben Sie jetzt für eine andere Serie? Haben Sie als Autor nicht gut verdient? Schreiben Sie jetzt... Ich habe sozusagen die Pferde gewechselt. Ich brauchte Bewegung und weniger Druck. Jetzt bin ich für das Warm-up der Zuschauer von Frisch gefragt verantwortlich. Aha, Sie sorgen also dafür, dass im Saal die richtige Stimmung herrscht. Ja, das wissen wir schon. Also das bedeutet im Endeffekt... Oh! Haben Sie Mikey vor kurzem gesehen? Was soll ich bloß gegen mein Lampenfieber? Was erwartet mich in der ersten Quizrunde? Was erwartet mich in der zweiten? Was erwartet mich in der dritten? Wir nehmen mal diese Frage hier. Haben Sie... Oh ja. Er hat gleich den Rückzug angetreten, als ich ihn fragte, wo er mit seinem vielen Gepäck hin wolle. Er zeigte mir den Stinkefinger und meinte bloß, dass er bald in einer Badewanne mit goldenen Wasserhähnen planschen würde. Aus dem werde ich wohl nie schlau. Man könnte meinen, er sei plötzlich zu Reichtum gekommen. Ja, in der Villa Sauerlich. Das ist ja, was ich die ganze Zeit schon sage. Vielleicht war das der wichtige Hinweis. Läuft da nicht mein Fernseher? Oh Schreck, mir schwant was. Tada! Sieh dich an, sieh dich um, sieh dich vor. Geht dein Glücksstern auf, fällt der Trauer vor. Sieh dich an, sieh dich um, sieh dich vor. Sei die Nummer eins, streck die Hand empor. Du bist gefragt, die nie gefordert sowieso. Drei Worte sind die Säulen für ein Leben mit Niveau. Liebe macht Laune, denn das ist angesagt. Liebe macht Laune, falls jemand nach mir fragt. Ihr findet mich ganz sicherlich bei niemals auf dem Ei. Komm, sei dabei, komm, sei dabei. Mach um Himmels Willen leiser. Boah, der gute Soundtrack. Hä? Ah, Willi, warte, mir reichen die Bilder. Ich sehe die Wiederholung der alten Folgen von Liebe macht Laune, die laufen immer nachmittags. Was machst du hier? Ich nehme deine Einladung an und penne ein Weilchen bei dir. Danke, dass du für mich den Schlüssel hinterlegt hast. Ich habe erstmal ein Bad genommen und dieses geile Schaumzeug ausprobiert. Den Schlüssel bitte. Der liegt hier irgendwo. Nicht, dass noch ungebetene Gäste reinspazieren, was? Was ist? Oder soll ich wieder gehen? In die Kälte? Na gut. Nein, warte. Ist schon gut. Bleib erstmal. Nur, du musst verstehen, meine Eltern wissen nichts von unserer Abmachung. Ja, das ist ja ein Ding. Die dumme Spinne ist auch da. Ah, da ist ja mein Schlüssel. Ich sollte ihn gleich einkassieren. Sicher, das machen wir auch. So, der kommt in meine höchst private Hosentasche. Moment, was ist das? Mikey, hast du etwa Drogen mit ins Haus gebracht? Die Tablette mit dem Pilz verursacht schwere Halluzinationen.
Wo hast du die denn her? Das sind die letzten aus dem Versteck. Jo. Versteck? Welches Versteck? Wo ist es? Och, mal hier, mal da und tralala. Bleib locker, Willi. Du hast es so schön bei deinen Eltern. Alles läuft so total scheiße bei mir mit meinen Alten. Ich bin ein Versager. Nein, Willi. Die kannst du mir nicht nehmen. Ich schrei das ganze Viertel zusammen. Ich hol die Polizei. Ich ruf deine Eltern an. Schon gut, Mikey. Niemand will dir etwas wegnehmen. Ich ruf deine Eltern an. Es geht ihm besser, wenn er aufwacht. Jetzt pennt er, jetzt können wir die Tabletten wegnehmen. Aber das machen wir erst in dem nächsten Part. Und ich sag erstmal ciao.